Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hab's euch versprochen, ich habe den Jägerbild fertig. Ich habe jetzt ein Druidenbild gemacht, ein Barbarenbild, ein Magierbild. Der Jägerbild ist jetzt auch fertig, der ist sehr, sehr geil, das kann ich euch von Anfang an schon mal sagen. Und am Necro-Bild, meinem Lieblings-Necro-Bild, ich bin ja nicht so der Necro-Fan, den Bild bin ich auch gerade am Bauen. Aber der Jäger ist jetzt fertig, bin Level 99, ist ein bisschen unsatisfying, weil mir im Paragon Board genau 3 oder 4 Level noch fehlen. Ich zeige euch das gerade mal. Hier kommen die letzten 3 Level mit rein. Ich wollte es eigentlich erst machen, das Video, wenn es wirklich dann komplett ist, aber so ist auch okay. Guckt euch mal den Paragon-Weg an. Das ist auch irgendwie witzig, ne? Gerade auch die letzten. Aber darum geht es nicht. Also, der Necro-Build für euch schon mal als Info. Ich spiele den mit 2 Uber-Unix. Einmal mit dem Doombringer, mit dem Verhängnisbringer und mit Andariels Antlitz. Die beiden Dinger in Kombination mit Schaden über Zeit und da gehen wir gleich alles drauf ein, machen einen extremen Damage-Buff aus. Ihr müsst die aber nicht zwingend spielen. Aber wir sind jetzt 3 Wochen in Patch 1.2.0. Auch die Casual Gamer werden den ein oder anderen Duriel Run gemacht haben. Und wenn ihr Andariels oder den Verhängnisbringer habt, dann könnt ihr den Build hier auf jeden Fall nochmal extremst boosten. Wie immer ist der Build natürlich unten verlinkt in die 4 Builds für euch gebaut, bis Level 100 hoch. Und bevor ich jetzt in den Kampf gehe, erstmal ein paar Worte, worum es überhaupt geht. Also es ist ein Penetrating Shot Build und ich finde Penetrating ist beim Jägerbild, gerade was die Reichweite angeht, wenn man wirklich so einen richtigen auf Range Jägerbild spielen will, gibt es keine Alternative, meiner Meinung nach. Deswegen Penetrating Shot, das Ganze zusammen mit Einstich. Ich glaube, beim Jäger gibt es eigentlich keine Alternative zu Einstich, einfach weil die Gegner immer verwundbar macht wegen der extremen Angriffsgeschwindigkeit. Also Einstich auf jeden Fall sehr wichtig. Dann habe ich hier Preschen drin. Das könntet ihr theoretisch auch wegmachen und dafür noch Schnellfeuer machen, um die Bosse ein bisschen schneller zu besiegen. Ich bin aber lieber mobil und habe deswegen Preschen drin. Ganz wichtig, dunkler Schleier, werdet ihr auch gleich sehen, warum. Gebt euch einmal extremen Boost zu eurer Bewegungsgeschwindigkeit und extreme Schadensreduktion, weil ihr die eigentlich immer parat habt. Dann habe ich hier Verschleierung drin. Verschleierung macht, dass ihr unaufhaltsam seid. Das ist schon mal sehr gut. Ihr kriegt dadurch nochmal Ressourcen, wenn ihr Ressourcen braucht. Und ist eurer Crowd Control Break, falls ihr unter Furcht steht oder vereist seid oder. Dann habe ich zweimal eine Infusion drin, einmal Schatteninfusion, einmal Giftinfusion. Ich habe drin keine Ult, weder Schattenklon noch Pfeilhagel noch Todesfalle, braucht ihr also alles nicht. Und natürlich Präzision, das Ganze mit der Spezialisierung Kombopunkte. Ich sage direkt vorweg, ich spiele nicht den Bug Abuse mit T-Bowls Wille, dass man bis zu 23 Kombo-Punkte haben kann. Könnt ihr gerne machen, macht dann Millionen an Schaden mit Penetrating Shot. Ihr müsst T-Bowls Wille spielen, ihr müsst diesen Dolch hier spielen, dann könnt ihr 23 Kombo-Punkte theoretisch haben. Und wenn ihr dann einmal mit Metamorphose ausweicht, habt ihr T-Bowls Wille quasi gezündet und wenn ihr dann angreift, dann macht ihr einen extremen Schaden. Ich spiele das Ganze nicht. Ich spiele das Ganze hier so, wie es sein soll, ohne Bug Abuse, hier mit Himmelsjäger und jetzt gehen wir mal rein. Was ich an dem Bild so geil finde, ist, dass ihr eigentlich alles im Vorbeigehen killt. Ihr seid übelst mobil, rennt einfach nur durch die Gegend, schießt überall eure Pfeile hin und das war's. Das macht gerade in der Bluternte, in der Höllenflut extrem viel Spaß, weil ihr einfach von hinten irgendwo angreift und die ganzen Pfeile machen den Rest für euch. Wenn ihr also in der Bluternte ein bisschen rumlaufen wollt, das geht auch schon auf ein Early Build, also wenn ihr noch nicht so hoch seid. Das Einzige, was ihr wirklich braucht, ist auf jeden Fall Himmelsjäger, weil der macht, dass ihr immer kritisch trefft. Und natürlich den Aspekt für Penetrating Shot, dass der sich so aufsplittet. Und gerade wenn ihr mal so richtig viele Gegner seht, dann ist das so satisfying. Und wir gehen gleich auch nochmal in Nightmare Dungeon, damit ihr das da nochmal ein bisschen mehr sehen könnt, wie stark der Build da ist. Bis zu Nightmare Dungeon 70 ist eigentlich kein Problem. Erst ab 80 wird es haarig, sowohl mit der Death als auch mit dem Angriff, wenn ihr nicht diesen Bug Abuse macht von T-Bowls Wille.
Ich habe jetzt hier nur ein Scirocco Stufe 43 offen. Ist quasi auf meinem Level und kein Level über mir. Aber die, die im Stream dabei waren, wissen, der Build schafft auch easy Gegner, die 20 Level über einem sind. Ich wollte euch hier einfach nur mal zeigen, wie doll Spaß das macht, wenn einfach die... Wenn einfach alles komplett wegplatzt. Und ich finde es auch krass, dass in dem Bild halt das erste Mal Andariels Antlitz wirklich besser ist als Harlekins Krone, weil ihr diese Gift-Nova habt, die auch noch Gegner direkt um euch drum treffen. Das heißt, wenn Gegner nah an euch dran sind, kommt eine Gift-Nova, die einfach alles vergiftet und dann wieder killt. Und dann zusammen mit dem rostigen Siegelring ist so eine geile Kombination, als würde das Game das extra, als wäre das so gemacht dafür, dass mit Andariel und dem rostigen Ring so eine geile Synergie besteht, dass sobald der Gegner vergiftet ist, oh, ein Schlechter in einem Video ist natürlich auch nice, als wäre das quasi so vorhergesehen, dass Andariel mit dem rostigen Ring zusammen so eine geile Synergie ergibt. Und ihr seht schon, guck mal oben, das Gift, was da runterprockt. Und der Ring macht halt jedes Mal wieder Schaden. Das ist so cool. Die einzige Sache, die ihr halt nicht habt, ist, ihr habt keinen grundsätzlichen physischen Schaden. Ihr kommt also wirklich komplett über die Vergiftung. Und wenn ihr dann so einen Schlechter wie hier habt, dann ist das mit der Barriere, die er sich immer wieder macht und sich halt ein bisschen blöd. Aber gegen Bosse und Elite macht der Ring richtig gute Arbeit. Wir können uns den Ring mal gerade angucken. Der Effekt vom Ring ist nämlich wie gemacht für den Jägerbild. Er macht 40.000 Schaden, der auch noch kritten kann, als Glückstreffer. Und das zu 50%. Und wenn ihr euch mal die Vergiftung anschaut, dann habt ihr eine Glückstrefferchance von 44%. Das heißt, quasi 1 zu 2, dass ein Glückstreffer ist, und 1 zu 2, dass dann prockt mit dem Ring. Und das in Verbindung mit Andariel, mit euren ganzen Vergiftungen und so. Es ist einfach so spaßig, wie einfach alles wegplatzt. Und dann ist es auch noch AOE-Damage mit der Gift-Nova und mit dem Ring. Und also für mich, ich habe ja lange kein Jäger-Build gespielt, für mich einer der, oder wenn nicht sogar der, beste Jäger-Build. Ich weiß, es gibt auch Schraubklingen und es gibt auch diesen T-Bones Wille Schnellfeuer-Build und so. Aber Penetrating Shot macht mir persönlich extrem viel Spaß und habe ich die letzten Tage extrem gerne gespielt. Vor allen Dingen auch jetzt in Season 2 mit Metamorphose und so weiter, macht das wirklich mega, 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 mega viel Fun. Und schon tot. Das Geile ist halt, wenn die in dieser Vergiftung drin sind, dann könnt ihr einfach abhauen, weil die werden eh sterben. Wenn die Lebensleiste schon weg ist, könnt ihr einfach gehen und der Gift macht halt den Rest. Das ist so nice. Und wie alles wegplatzt, seht ihr das? Mit der Infusion macht ihr so viel Schaden. Wenn ihr die Kumpelpunkte immer hoch macht, dann macht ihr nochmal extremst mehr viel Schaden. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist, fällt mir beschwer, da noch mehr Superlative zu finden, wieso mir der Bild so viel Spaß macht. Eine Kleinigkeit, die eventuell ein kleiner Downer ist. In dem Bild, den ich gebaut habe, habt ihr keine Crit-Chance, weil ihr mit Himmelsjäger halt immer sowieso crittet. Das ist der Aspekt von der Waffe selber. Ihr könntet die Crit-Chance ein bisschen hoch machen, damit der X-Fahl-Ring mehr crittet. Das könnt ihr dann aber selber entscheiden, wie ihr das möchtet. Ich sage ja immer, ich gebe immer nur die Idee für den Bild. Wie ihr es dann am Ende macht, müsst ihr dann selber auch ein bisschen entscheiden. Ich habe hier aktuell 3 Glyphen auf 21 und 3 Stück auf 15, beziehungsweise beide auf 17 hier. Da geht also nochmal ein bisschen Schaden hoch. Ansonsten bin ich eigentlich relativ maxed out, würde ich sagen. Da geht nicht mehr viel nach oben, was den Schaden betrifft. Also der Siegelring ist hoch, Andariels ist sowieso max. Mein Himmelsjäger ist fast max. Dumi ist sowieso max. Meine Verdammung ist max. Also da geht jetzt nicht so viel hoch. Wir können hier nochmal in die Widerstände gucken. Griffwiderstand ist sowieso max wegen Andariels. Ich habe versucht, die Widerstände so hoch zu machen, wie es geht. 70 und 60, 60, 60. Sollte eigentlich ausreichend sein. Ihr habt 1000 Geschick. Wichtig ist noch, dass ihr eure Glückstrefferchance so hoch wie möglich macht, weil halt viele Sachen auf Glückstreffer gehen. Sowohl Andariel geht auf Glückstreffer, Dumi geht auf Glückstreffer, eure Handschuhe gehen auf Glückstreffer, euer Ring geht auf Glückstreffer. Also viele Sachen, die hier auf Glückstreffer gehen. Deswegen versucht auf jeden Fall Glückstreffer sowohl in den Ring
als auch in die in den ins Amulett reinzupacken. Und eine Sache, auf die ich jetzt noch gar nicht eingegangen bin, ist, dass ihr eigentlich unbesiegbar seid, weil euer Lifesteal ist so unfassbar hoch. Ihr habt nicht nur den Lifesteal natürlich aus Season 2 von der Vampirfähigkeit, die hier natürlich sehr gut reinpasst, weil ihr extrem oft angreift und eine extrem hohe Angriffsgeschwindigkeit habt, sondern ihr habt auch noch Andariels Antlitz. Ich empfehle euch extrem, wenn ihr Duel Runs gemacht habt und Andariels rumliegen habt, spielt auf jeden Fall Andariels. Passt zu dem Bild hier wie die Faust aufs Auge. Und damit, wenn ihr Angriff gedrückt halt, seid ihr eigentlich unkillable. Also auch gegen höhere Gegner und höhere Schadenzahlen seid ihr unkillable. Wenn ihr euch mal anguckt, Andariels Antlitz hat 3% Lebensdiebstahl. Dazu dann noch die Vampirfähigkeit, die euch um 3% heilt. Wenn ihr zum Beispiel mal in einem Siphon seid oder gegen einen Boss, wo ich gleich mal hinskippe, werdet ihr es sehen. Ihr heilt euch so hoch, ihr braucht eigentlich so gut wie nie eure Tränke. Wir sind jetzt hier mal bei einem Boss und da werdet ihr sehen, dass zwar der Base-Schaden nicht so hoch ist, aber weil ihr halt die ganze Zeit angreift, ihr müsst euch halt nie Sorgen machen, dass ihr irgendwie Leben oder so verliert. Mein Leben ist immer voll, auch wenn ich da in der Giftpfütze einfach stehen bleibe. Und der geht kontinuierlich immer weiter runter. Und ihr könnt die ganze Zeit schießen. Also ist eigentlich egal, was ihr macht. Ich drücke die ganze Zeit nur einen Knopf. Und das war es auch schon. Klar, der Schaden ist bei einem Barbaren natürlich viel höher. Oder auch bei einem Magier. Aber ihr seid hier richtig tanky. Ich habe 20.000 Leben, 20.000 Angriffsstärke. Die Rüstung geht durch diesen Aspekt hier extremst hoch. Den hier auf dem Amulett, den würde ich auch auf jeden Fall auf dem Amulett spielen. 100% mehr Rüstung, dann seid ihr irgendwo bei 14.000 mit 20.000 Leben. Ihr seid wirklich unkillable. Was ich auch nochmal hervorheben will, ist natürlich für die Leute, die es nicht wissen, der Jäger ist unfassbar schnell und flink. Also mit Verstohlenheit seid ihr schnell, mit den dunklen Schleier seid ihr schnell, mit Preschen seid ihr extrem schnell. Ihr habt so eine krasse Mobility. Das ist kein Vergleich zu einem Druiden oder so. Also wenn ihr schnell unterwegs sein wollt, geilen AOE-Damage haben wollt, wenn ihr unkillable im Prinzip sein wollt, dann spielt auf jeden Fall diesen Bild hier. Das Ganze könnte ich mir sogar vorstellen, für Schlachthof bei Lord Seer zu benutzen mit Meldetat. Aber da werde ich dann schauen, wenn es soweit ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr den Necro-Bild nicht verpassen wollt, der wird auf Schattenpest gehen, auf Schattenschaden. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow da lassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.